Hi, ich bin der Günther, ich bin aus der Bude, willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Schild. In der letzten Folge haben wir mit ein bisschen Rumrushen begonnen und uns die den fünften Arena-Orden gesichert. Die Aufgabe jetzt ist, Passbeck zu erkunden, anstatt einfach weiterzugehen, aber das liegt daran, dass wir hier jetzt gleich einen Dialog bekommen. Wodka, Wodka! Wir haben wieder Wladimir und zwar von Sania. Ich glaube, mein Woldi mag dich. Prima, dass ich dich hier treffe. Du kennst doch die berühmte antike Stätte von Passbeck, oder? Angeblich soll sie mit der Heldengeschichte von Gala zusammenhängen. Allerdings scheint mir das, was heute dort oben zu sehen ist, kein Original aus alten Zeiten mehr zu sein. Ich würde dir gerne die antike Stätte zeigen. Nachdem du mir das letzte Mal schon einen hilfreichen Denkanstoß gegeben hast, will mich deine Meinung dazu interessieren. Da wir die jetzt nicht angucken können, man hat die schon in der Ferne mal gesehen, das war einfach ein ganz komisches Bild. Das sah aus, als hätte man eine Kindergartenklasse zum Graffiti machen geschickt. Was in aller Welt war das für ein Geräusch? Kam das von der antiken Stätte? Lass uns schnell nachsehen, komm, Wladimir. Also, für die, die sich wundern, für mich ist offiziell jetzt Wladimir nicht mehr der Name meines Woldi. Sondern Wladimir ist der Speziesname. Punkt. Und ich fahre jetzt wie ein echter Gangster die Treppe mit dem Fahrrad hoch. Sania geht natürlich auch nicht weiter. Wie steht's denn hier gerade? Es fällt auf, dass Thorsten und Edgar ein bisschen drunter sind. Sobald mein Ziel erfüllt ist. Oh man, ich brauche nur noch ein Level. Also ich werde ihn dann doch auch entwickeln und halt eben das Zauberwasser drauf lassen, anstatt ein Evoliten zu nehmen. Reiß alle sein, hör erst auf, wenn wir auch den letzten Wunschstern gefunden haben. Ich werde so viele Wunschsterne auftreiben, dass der Präsident mich mit Dankbarkeit überschütten wird. Patina Rayan. Als Pokémon des Liga-Präsidenten solltest du dich glücklich schätzen, an meiner Seite für den Wunsch, Sterne suchen zu dürfen. Fetter Elefant. Und wir sehen das tolle Bild ja doch nochmal. Nicht du schon wieder. Guck mal, sieht man das? Iced Out, gerade neu gekauft. Ah, ich verstehe schon, was hier vor sich geht. Du willst mir die Wunschsterne wegnehmen, um dir die Gunst des Präsidenten zu erschleichen. Nein? Ein perfider Plan, das muss ich dir lassen. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich das durchgehen lasse, oder? Niemand stellt sich zwischen mich und den Präsidenten, ist es klar? Und der Typ will mal wieder auf die Schnauze. Nächste Runde gegen den Rolex-Jungen. Dieses Mal liede ich halt mit einem nicht passenden Pokémon. Dadurch könnte es tatsächlich sein, dass ich ihn dieses Mal nicht einfach auseinanderpflücken kann, als gäb's nichts mehr. Noch so richtig auf die Rolex gucken. Hier sieht man das jetzt. Gegen Spezialattacken macht er sich stärker. Das heißt aber auch, Gerhard kann weiter auf ihn draufstampfen. Das wird nicht viel machen. Okay, gute Ecke mehr als ich erwartet hätte. Das Ding ist only Psychotyp. Okay, es wird danach noch. Okay, ich brauche noch zwei. Das sieht gerade. Oh. Ey, dieses Telefon. Ey, jetzt muss ich die Scheiße auch noch zusammenschneiden. Schon toll, wie Gerard alles auf einmal verarschen will. Das Beste ist, am Telefon war nicht mal wer dran auf der Gegenseite. Das heißt, das hat jetzt einfach nichts gebracht, außer dass so ziemlich innerhalb von 2 Sekunden alles schief gegangen ist, das schief gehen könnte. Und du gehst jetzt. Oh, ich habe den Kampfskill noch auf Wechseln, glaube ich. Das muss ich dann wieder ausschalten. Sehr schön, da kommt Erfahrung. Ich habe ja gesagt, ich nutze das hier nicht so.
Ah, das ist inzwischen die zweite Stufe. Ich weiß aber nicht. Ich glaube immer noch kein Fairy-Type. Sondern immer noch ein Only-Psychomon. Obwohl, das sah mir schon nach Stat-Boost aus. Auf jeden Fall wird da jetzt Thorsten eine gute Option sein, weil er eben einfach Fee-Resistenz hat. Man sieht auch, das macht nicht gerade viel Damage. An sich kann der Bettison viel besser mithalten als die letzten Male. Man muss aber auch sagen, dass ich halt nicht... Nein. Dass ich halt nicht... ist das auch nicht so? Nee, das ist neutral. Dass ich halt dieses Mal nicht mit Klaus geleadet habe und allgemein auch nicht mit Klaus kämpfe, der in den letzten beiden Kämpfen alleine geregelt hat. Aber mich wundert es gerade, dass er seinen Signature-Pokémon als zweites schon einsetzt. Thorsten will Slam erlernen. Aber ich denke, Biss ist besser. Man könnte fast sagen, es ist besser. Ha. Ha. Und ich habe keinen Bock, jetzt hier lange noch um heißen Brei rumzureden. Ich nutze jetzt einmal das, dann nach dem Kampf schalte ich es wieder aus. Klaus, komm rein. Einmal entwickelt hat er das Viech inzwischen auch. Super. Hilft dir nur auch nicht. Wow, es tankt sogar ein Hit. Und anstatt anzugreifen mit dem Spezialangriffsboost. Meine also wenn er jetzt speziell angreifen würde, wobei ich nicht weiß, ob das Ding andere Spezialattacken als Psychotyp hat, dann hätte er richtig reingehauen. Aber hätte, ne? Ponyta als letztes Pokémon vom Rolex, Jung. Meins ist besser und im End of Road zur Entwicklung. Das outspeedet mich und benutzt Agilität. Definitely makes sense to me. Also ich muss sagen, die Agilität hat dich jetzt echt gerettet. Ohne die... Da wäre der Kampf aber ganz anders ausgegangen. Klaus kriegt ein Level... Ah Mann, das ist halt echt die Sache. Der lernt fast nur physische Attacken, der Junge. Und das bringt mir halt nichts. Da können die noch so gut sein. Wenn ein speziell ausgelegtes Pokémon nur physische Attacken lernt, bringt's halt nichts. Wie kann das sein? Warum kommt mir so ein Taugenichts wie du ständig in die Quere? Ich bin der Auserwählte Gottes. Ja. Arena Challenger Bettis. Moin, Massenansammlung. Ich hatte mich schon gewundert, was du vorhast, als du das Patinaraya von Präsident Rose geliehen hast und losgezogen bist. Aber das hier macht mich sprachlos. Du kannst doch nicht einfach die antike Stätte demolieren. Was kümmern sie ein paar alte Steine, wenn auf dem Spiel steht, was in 1000 Jahren aus dieser Region wird? Glauben sie etwa, dass sie dem Präsidenten mit ihrem Wankelmut eine Hilfe sind? Wenn sie wirklich seine Assistentin sind, dann unterstützen sie ihn gefälligst auch. Bettis, das reicht. Es schmerzt mich, das sagen zu müssen, aber du hast mich zutiefst enttäuscht. Als ich dir als kleinen Junge entdeckte, sah ich eine große Einsamkeit in dir, aber ich sah ein gewaltiges Potenzial. Ich wollte dir die Möglichkeit geben, dieses Potenzial voll zu entfalten. Deshalb schickte ich dich damals auf die Trainerschule. Ich sah mein jüngeres Ich in dir und wollte dir deshalb eine Chance geben, etwas aus deinem Leben zu machen. Aber was hier geschehen ist, zeigt mir deutlich, dass du keine Liebe für Gala verspürst. Es tut mir in der Seele weh, aber jemand wie du ist für die Arena-Challenge nicht geeignet. Du gehst jetzt erstmal nach Claw City zurück. Wir entscheiden später, wie wir mit dir verfahren. Ja, da hat er gar keinen Bock mehr. Das kann nicht ernst sein, ich bin disqualifiziert. Sie begehen großen Fehler, sie haben mich doch persönlich für die Challenge empfohlen.
Mir fallen hunderte von Möglichkeiten ein, mit dieser Situation umzugehen. Und sie entscheiden sich für die schlimmste? Du hast ihn gehört, Betsis. Deine gesammelten Wunschsterne kannst du ja bei mir überlassen. Jetzt kommt er in den Knast, der Junge! Nee, schön wär's, aber... Aus der Arena-Challenge ist er raus. Ah, da sind ja auch Sanja und Glurak. Was für ein Schlamassel, nicht wahr? Es schmerzt mich, einen Challenger auf diese Weise scheiden zu sehen, aber es hilft nichts. Arena-Challenger üben eine Vorbildfunktion aus und haben sich stets tadellos und fair zu verhalten. Ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder dran. Beim Kampf von Betis hat der Kommentator mal erwähnt, dass er keine Familie habe. Als Rosten unter seine Fittiche nahm, begann Betis alles für ihn zu tun. Was für ein Desaster. Hoffentlich lässt die antike Stätte sich wieder restaurieren. Oder natürlich, sie bricht einfach auf Kommando zusammen. Das lässt sich bestimmt restaurieren. Wow, eine Cutscene. So was gibt's in dem Spiel. Ist das nicht zu aufwendig? Ach, das ist die Schlummerwald-Melodie. Oh nein, die Wandmalerei ist völlig ruiniert, aber dadurch sind diese Statuen ans Tageslicht gekommen. Was an dieser Entdeckung ändert unser Verständnis der Legende Galas am meisten? Ja, die Pokémon. Also, eigentlich ändern die jetzt meinen Blick da nicht, aber... Genau diese Wesen, die wie Pokémon aussehen, führen ein Schwert und ein Schild mit sich. Sie stehen aus dem ganz kleinen Vordergrund und stechen viel stärker ins Auge als die Helden. Oh. Die sind ja auch da. Ist dir sonst noch was an den Statuen aufgefallen? Sie erinnern an die Wandteppiche. Ja, es gab also wohl zwei Helden. Warum gibt's dann aber nur eine Statue? Ja, Keks allesamt. So Statuen sind viel älter als die Wandteppiche oder die Heldenstatue im Hotel. Deshalb dürfte das, was wir hier gefunden haben, näher an der Wahrheit dran sein. Was lässt dich daraus schlussfolgern? Das Schild ist wichtiger, ich spiel Schild. Habe ich mir auch gedacht, wie es aussieht, trug ein Pokémon ein Schwert mit sich und das andere ein Schild. Was, wenn die Leute das Schwert und den Schild einst so eng mit den beiden Pokémon verbanden, dass sie letztendlich gleichbedeutend waren? Du weißt schon, das Schwert stand für das eine und... ne? Und man konnte sich dann nur noch an das erinnern. Und die Pokémon gerieten in Vergessenheit. Und es... also ja... Wie oft willst du eigentlich noch dasselbe wiederholen in diesem Dialog? Ja, Fairbelly will ich hin, genau. Auch wegen dem Evoliten. So. Jetzt ist eigentlich hier die ganze Dialogszene fertig. Mein Rotom-Rad ist inzwischen tatsächlich schnell. Ich gehe mich heilen und dann gehen wir auch gleich weiter auf unserer Reise. Und nein, ich vergesse nicht, den Kampfstil umzuschalten. Und ich würde sagen, auch wenn er Gerhard erstmal im Fokus stand, kümmern wir uns jetzt erstmal ganz kurz um Mehmet. Dem fehlt ja nur ein Level bis zur Entwicklung. Was hast du gerade? Eine Flinkklaue, ja, die gönne ich mir. Und hier ändert sich die Gegend von diesem Gebirge zu einem Wald. Vielleicht meinem Lieblingsgebiet in diesem Spiel. Der Wirrscheinwald, um genau zu sein. Hier gibt's dieses Pokémon, Bämon. Eins ist noch da, ich habe keinen Bock, das zu bekämpfen, ehrlich gesagt. Nutzt der ein oder andere Spieler auch hier? Vor allem ist das Wichtige, nenne ich es mal, wenn man auch, wie ich, ein Galaponita spielen will, nur in Pokémon Schild wohlgemerkt, gibt es das hier. In Pokémon Schwert findet man das nicht.
Aber im Schild ist es genau hier. Und ich hau einfach mal auf die Wassersäulen. Oh, schöner Damage. Komm, du musst noch mal hitten, dann reicht's auch schon. Hit. Treff. Du solltest treffen. Und der ist auch noch so richtig dumm, ne? Treff. Alter, kann's sein, dass das eine deutlich höhere Chance hat zu wirken als Paralyse, kommt mir jedenfalls immer so vor. Danke. Da ist es raus. Hokumil, sehr seltsames Pokémon. Ich bleib einfach mal drinnen, obwohl gegen die Pflanze da. Pflanzenfee-Typ. Da mache ich lieber mal eine Kehrtwende. Oh, willst du mich jetzt flachsen? Natürlich einschlafen. Was sonst? Thorsten, mach es weg. Ja, das ist eine Pflanzenattacke benutzt, war ja klar. Das macht halt auf dem Käferfeuertypen nicht gerade Damage. Aber weißt du, was Damage machen wird, Lamelux? Wenn ich dich verbrenne. Siehst du, das hat Damage gemacht. Das Pokémon. Das man mit der Teekanne, die wir bereits gefunden haben, weiterentwickeln kann. Ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung vom Typen. Es wird ja wohl zumindest neutral von Feuer getroffen werden. Ja, in der Tat. Und dann kommt der Crit noch raus. Und tschüss. Und Mehmet steht sehr nah am Level ab. Ich muss ihn jetzt auch gar nicht mehr nach vorne stellen. Das ist nicht nötig. Er wird ohnehin durch die Erfahrungspunkte, die er sowieso bekommt, in ein, zwei Kämpfen seine Entwicklung bekommen. Ich habe keine Ahnung, inwiefern Galaponita hier auftaucht, ob als Overworld-Pokémon oder wie genau. Das muss man mich jetzt hier nicht fragen. Hier ist so ein Bämon zum Beispiel. Nochmal einfach. Finde ich gerade eigentlich den Weg weiter nicht. Nach 2 Metern. Jetzt mal mehr ins Hell, ist das hier ein Secret Gang? Da oben, das ist die Weiterentwicklung, was da hinten steht von Bämon. Jetzt mal mehr ins, das kann doch gar nicht sein. Ja. Kann es auch nicht. Eine Großwurzel. Verstärkt HP stehende Attacken. Zu euch komme ich noch. Schnarcher brauche ich nicht. Es wäre wahrscheinlich... Ich hoffe, man hört das gerade nicht, wo wir beim Thema Schnarcher sind. Edgar ist immer gut. Edgar ist ein Ehrenmon. Und eins, das ich auf jeden Fall ziemlich unterschätzt habe. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass Glaciola ziemlich schwach ist. Und, ziemlich jetzt flachsen. Ich stell Edgar nach vorne. Und die Gegner kommen mit einem... Mit einem Vulnona! Mit einem Vulnona kommen die an. Strahl aufs Vulnona. Oh, du hast ja Schaufler. Der hat ja Schaufler, der Edgar. Oh Gott, es ist schneller.
aber macht gar nicht so viel Damage, wie ich dachte. Ich denke, mit dem Schaufler... Oder reicht das gegen Vulnona? Ich weiß es nicht. Ich mache auf jeden Fall so. Oh, sehr schön, nicht Edgar, Gerhard, Alter. Die beiden sind sich so ähnlich. Ja, wird auch nicht getroffen, logischerweise. Komm, mach gut Damage, töte am besten. Ah. Die haben beide Angriffe, die beide Gegner treffen. Das ist nicht schlecht von ihnen. Ich mach die schlaue Technik. Die schlaue Technik. Oh, das. Obwohl. Das Vulnona wird sowieso sterben. Denn hätte ich jetzt mit Edgar Vulnona angegriffen, dann hätte es nochmal angreifen können. Weil die Reihenfolge ist: Gerhard ist am schnellsten, dann kommt Vulnona, dann Edgar, dann Kirlia. Das bringt viel Erfahrung, gibt für Gerhard und Edgar beiden Level genauso viel wie für Wladimir und Thorsten. Und natürlich freuen wir uns an erster Stelle wieder für Mehmet, der. Und Mehmet wird sich damit auch nach diesem Kampf, der jetzt auch zu Ende sein dürfte, entwickeln. Gute Sache. Noch ein paar Erfahrungspunkte rein. Ja, da habe ich wohl gewonnen. Und die Starter in diesem Spiel entwickeln sich halt zum letzten Mal ein Level früher als in anderen Spielen. In diesem Fall eben haben wir dieses etwas Inteleon bereits auf 35. Hä, warte. Ah doch, es kommt erst der Pokédex-Eintrag, dann Attacken. Die Spezialattacke Präzisionsschuss sollte man auf jeden Fall reinnehmen. Speziell 80 richtet gegen das Ziel aus... Ding. Ja, geht immer auf das Ziel, das man auswählt, egal was der Gegner. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, dass mich das gerade ziemlich enttäuscht. Die Spezialattacke von Hoplo hat eine 130er Stärke, soweit ich weiß. Also auf jeden Fall dreistellig. Jetzt mal im Ernst, das ist... Das lohnt sich fast nicht. An sich lohnt sich das gar nicht. Ich nehme das jetzt nur rein, weil es halt die Special Attack ist. Aber an sich ist es genauso gut wie Wassersäulen. Das ist ein bisschen belastend, würde ich mal sagen. So. Dieser Wald ist normal auch nicht groß. Wenn ich da... Wie habe ich von hier mit dem Pilz da interagiert? Hä? Was ist das? Ich kann von hier mit dem Pilz interagieren. Die Sache ist die, ich kann normalerweise auch hier wirklich schon jeden Moment dann in die Stadt, in die ich will. Auch wenn die Sache ist, dass der Evoli keinen Nutzen haben wird. Denn Edgar. Warum verwechsel ich die ganze Zeit Edgar und Gerhard? Gerhard wird sich auch noch entwickeln, bevor wir dann eben ankommen in Fairbally. Der Stampfer macht guten Damage. Nebenbei heile ich ein bisschen. Säuselstimme dürfte jetzt nicht gerade töten. Ja. Wie erwartet, dieser Stampfer hingegen schon. Oder auch nicht. Dann lass es halt. Und die nächste große Frage ist, warum ich überhaupt Stampfer benutze, während Psystrahl ebenfalls sehr effektiv wäre. Ich bin ja schon ruhig. Hat das den Psycho-B-Typen? Und das nächste wird auch sehr wohl sein, wetten. Ja. Servol hat zwei Formen, Geschlechtsunterschied, glaube ich, und das nutzt die halt gerade. Halt die beiden unterschiedlichen, ja. Ein Crit wäre ganz schön jetzt beim nächsten.
Psi-Strahl ist aber nicht sonderlich stark. Wie Crit, was sonst? Ich poker jetzt einfach mal. Na, keine High Roll. Dann hoffen, dass es vielleicht mich tötet, wenn es mich nochmal crittet. Belastend. Ich gehe einfach mal auf Vladimir. Dann auf den Beleber, weil ich will auf jeden Fall die Erfahrung hier haben. Vladimir kann hier auf jeden Fall tanken. Der kassiert natürlich nicht mein Hit. Die, als ob es dir was bringen würde, meinen Angriff zu senken. Du wärst so oder so mit nächsten Hit tot. So, jetzt wechsle ich Gerhard ein. Das wäre auf jeden Fall ein Hit tanken. Und dann outspeede ich und beende den Kampf. Also wenn das den Hit jetzt nicht überlebt, ja eben. Vor allem, das hat gerade doch 17 Damage gemacht. Was hieße, wenn das letztes Mal schon so gewesen wäre, hätte Gerhard überlebt und gerade keinen Beleber benötigt. Danke dafür. Und 38 ist noch drin. Klaus kriegt auch 35. Zwei Level innerhalb der nächsten Folge. Das ist das Ziel. Als ob das Ding mich jetzt herausfordert. Also wir holen uns jetzt noch die TM hier am Ende des Weges. Dich brauche ich in keiner Form. Ich habe aber gerade... Oh nein. Oder? Wir sind gleich hoch. Wenn ein Pokémon höher gelevelt ist als man selber, ist nämlich die Fangrate ungefähr 85% niedriger, als wenn man gleich oder höher ist. Das ist sehr lustig, vor allem weil wilde Pokémon in diesem Spiel sau hoch gelevelt sein können. Das waren gut Erfahrungspunkte geschenkt. Dafür, dass ich einfach so das Unlicht-Fee-Pokémon gesnackt habe. Ich habe nicht gesehen, dass da ein Abhang war. Die Musik in diesem Wald ist interessant, aber ich finde sie nur okay. Kehrtwende haben wir ja sogar schon auf Mehmet, der sich jetzt heute entwickeln konnte. Und somit werden wir in der nächsten Folge die nächste Stadt Fairbally erreichen, die nämlich einfach tatsächlich bereits hier gerade aus ist. Wir sehen uns dann wieder, wenn sich hoffentlich Gerhard entwickelt, wir vermutlich die nächste Arena angehen werden und den Evoliten bekommen. Bis dann und ciao.